Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selma Sadu Leyo. Wie lautet das Urteil über das Verbeugen beim Taekwondo? Gut. Schwester, soll ich dir was sagen? Ich habe mich wirklich mit dieser Sache beschäftigt. Weißt du warum? Weil ich wollte meine Kinder gerne in Taekwondo reinstecken, beziehungsweise einige. Weil Taekwondo eine wunderbare, also von der Sportart her eine wunderbare Kampfsportart ist. Insbesondere was die Beweglichkeit angeht, weil Taekwondo ist, ich würde sagen, schätzungsweise 80% Kicks und deswegen sind die unheimlich, unheimlich beweglich. Und das ist für Kinder in dem Alter, die fangen auch im sehr frühen Alter an. Beim Boxen ist meistens das Alter, wo die in den Vereinen anfangen, beispielsweise mit 10, bei vielen Sport, es gibt immer Sportarten, wo die im unterschiedlichen Alter anfangen. Beim Taekwondo ist es halt sehr, sehr früh. Ja, sehr, sehr früh beim Taekwondo. Und ich habe mich aber damit beschäftigt. Und wirklich, ich hätte wirklich das gerne gemacht. Und ich habe Shuyuch gefunden, die haben das begründet, dass das erlaubt ist, weil damit ist ja keine Ibada gemeint und so weiter und so fort. Und ich habe Shuyuch gefunden, die gesagt haben, das ist nicht erlaubt. Und ich habe die Aussagen miteinander verglichen. Okay? Es geht auf einen Hadith zurück, dass Leute sich niedergeworfen haben. Beziehungsweise bei der Begrüßung verneigt haben. Okay? Und das ist der Hadith. Dieser Hadith redet nicht von einer Ibadah-Absicht. Er hat es verboten. Redet nicht von einer Ibadah-Absicht. Dann geht es noch weiter. Es wird teilweise, ich glaube auch beim Taekwondo oder auch anderen Kampfsportarten, sich vor Bildern verneigt, von Großmeistern, die schon seit 100 Jahren tot sind. Deswegen sage ich dir, Selma, es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen, gerade für kleine Kinder. Wenn das dein Ziel ist. Weil immer wenn man, ihr müsst wissen, man geht im Weg Entscheidungen. Entscheidungen. Und die Entscheidungen sind das, was am Ende das positive oder negative Ergebnis. Alles hängt von Entscheidungen ab. Wenn ich meine Entscheidungen treffe nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, werde ich auf jeden Fall einen guten Weg gehen, inshallah. Deswegen, es gibt viele Alternativen, es gibt so viele tolle Sportarten für Kinder. Du kannst mir auch gerne privat nochmal schreiben, Frage stellen. Welche Berufe sind erlaubt? Alle Berufe sind erlaubt, die nicht verboten sind, alhamdulillah. Grüße aus Berlin-Neukölln von einem Boxer. Ich küsse deine Augen. Bitteschön. Okay. Pierre Vogel. Möge Allah Azza wa Jal dich belohnen. Dich auch, Bruder. Und grüß Neukölln von mir. Ich hoffe, ich habe eigentlich vorgehabt, so schnell wie möglich jetzt nach Neukölln zu kommen. Aber ich habe so viel Theater am Hals hier. Naja. Gibt es Hadithe drüber? Über Schwimmen, Reiten, Pfeilschießen. Dass das eine Art von Mustahab ist. Aber man kann auch daraus verstehen, dass es allgemein um sportliche Betätigung geht. Ne? Ringen ist nicht haram. Habe ich gesagt, Ringen ist haram? Habe ich das gesagt? Ringen ist nicht haram. Aber was das Problem ist, ist die Kleidung, die sie anhaben. Das ist das Problem.